Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Und damit herzlich willkommen zu Tag 5 unserer allerlei vom Apfel-Thementage. Das ist dann jetzt auch das letzte Video zum Thema Apfel. Heute widmen wir uns der Apfelkonfitüre oder auch Apfelmarmelade genannt. Wir verwenden jetzt mal den nach EU-Konfitürenverordnung korrekten Begriff. Ja, das gibt es wirklich. Die wurde nämlich erlassen, nachdem man eine einheitliche Regelung finden wollte, die für die ganze EU gilt. In Deutschland war es gang und gäbe, dass man viel als Marmelade bezeichnet hat. Und in Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass unterschieden wird zwischen Jam und Marmalade. Jam gilt für alle Früchte. Marmalade besteht nur aus Zitrusfrüchten. Das heißt, mittlerweile findet man dann eben auch in den deutschen Regalen mehr Konfitüren anstatt Marmeladen. Da darf man natürlich gespannt sein, ob und was sich da nochmal ändert, nachdem Großbritannien die EU ja verlassen hat. Und als Konfitüre wird nun mal quasi alles bezeichnet, was irgendwie ein Fruchtaufstrich ist, der aber nicht näher reguliert ist. Es gibt dann keine Vorgaben darüber, wie viel Zucker drin sein muss, wie viel Fruchtanteil und so weiter und so fort. In den meisten Fällen enthält Konfitüre sogar am meisten Fruchtanteil. Eine Ewigkeit. Und für die Konfitüre verwenden wir, wie an allen Tagen, Äpfel, Zimt, Gelierzucker im Verhältnis 3:1, Zitronensaft und Wasser oder Apfelsaft. Ich habe mich jetzt hier für Wasser entschieden. Kann sein, dass wir dann gegebenenfalls am Ende etwas Zucker noch dazugeben müssen, da es aufgrund des Zitronensafts etwas säuerlicher ist. Würden wir den Apfelsaft nehmen, wäre es natürlich entsprechend süßer. Aber das schmecken wir dann am Ende ab. Und wie in allen Videos fangen wir damit an, dass wir die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse befreien und anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Die Mengenangabe für die Äpfel ist, wie es im Rezept ja auch steht, ohne Schale und ohne Kerngehäuse. Das heißt, wir wiegen jetzt nebenbei ab, wie viel wir rausbekommen, und wenn noch was fehlt, dann legen wir ein bisschen nach. Wir kochen jetzt das Wasser zusammen mit dem Zitronensaft in den Apfelstücken auf. Und wenn das Ganze dann blubbert, lassen wir es für etwa 10 Minuten kochen, so lange bis die Äpfel quasi von selbst zerfallen. Falls ihr zwischendurch merken solltet, dass es zu wenig Flüssigkeit ist, dann gebt gerne etwas Apfelsaft oder eben Wasser noch nach. Die Äpfel zerfallen jetzt schon relativ gut nach 10 Minuten. Ich lasse sie jetzt trotzdem noch ein bisschen drin, ungefähr 5 weitere Minuten, weil mir noch nicht alle Stücke genug zerfallen. Wenn die Äpfel dann ausreichend zerfallen sind, zerstampfen wir sie entweder oder zerkleinern sie mit einem Pürierstab, je nach gewünschter Konsistenz. Im Anschluss geht das Ganze jetzt noch einmal zurück auf den Herd und wir fügen den Zimt und den Gelierzucker hinzu. Das habe ich jetzt allerdings mal beiseite genommen, weil es mir zu arg gespritzt hat. Stellen wir jetzt zurück, erhitzen das Ganze, bis es sprudelnd kocht und lassen das auch ca. 4 Minuten lang sprudelnd kochen. Ihr solltet dabei regelmäßig umrühren und passt auf, es spritzt unglaublich und es tut mega weh, wenn es die Finger erwischt. Falls ihr die Möglichkeit besitzt, zieht euch am besten Handschuhe an, die bis an den Oberarm reichen. Es ist nicht feierlich. Wir führen jetzt eine Gelee-Probe durch, indem wir uns etwas auf einen Teller geben. Das lassen wir jetzt 1 bis 2 Minuten stehen und dann sollte es dicklich fest sein und nicht mehr zu sehr zerfließen. Also selbst machen schön und gut, aber danach sieht die Küche halt manchmal auch einfach aus wie Sau. Und wie man jetzt gut sehen kann, da rutscht nichts mehr wirklich. Ich meine, klar, vom Teller an sich rutscht es ein bisschen runter, aber die Masse an sich bleibt zusammen. Also ich könnte mir die jetzt einfach so bis zu meinem Finger laufen lassen. Und man sieht, es ist einfach die komplette Masse, die rutscht. Und das füllen wir jetzt wieder in vorbereitete sterile Gläser um und kochen das danach ein. Auch hier solltet ihr wieder darauf achten, dass alle verwendeten Werkzeuge absolut sauber sind, damit euch am Ende nichts schimmelt oder wie auch immer schlecht wird. Und die Weggläser bis maximal 1 oder 2 cm unter den Rand befüllen. Und die Gläser verschließen wir jetzt wieder mit passendem Deckel, Einkochgummi sowie den dazugehörigen Klammern. Und jetzt wandert die Apfelkonfitüre für 60 Minuten bei 90 Grad in den Einkochtopf. Und nach dem Einkochprozess nehmen wir das mit einem Glasgreifer raus. Die Einkochzeit beginnt erst dann, wenn die Temperatur erreicht ist.
Die weitere Vorgehensweise ist dieselbe wie in fast allen vorherigen Videos auch. Wir lassen das jetzt über Nacht abkühlen, entfernen dann die Klammern, heben das am Deckelrand hoch, um zu gucken, ob sich das Vakuum gebildet hat, machen die Glasränder etwas sauber und beschriften das Ganze. Da ich das heute aufnehme und auch heute schneide und online stelle, kann ich euch somit die beschrifteten Gläser nicht mehr zeigen. Ich hoffe, euch haben die letzten Tage gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da und sagt mir, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Vielleicht habt ihr selbst Ideen, zu welchen Themen ich vielleicht ein paar Videos mehr drehen kann. Ihr könnt mir auch sonst generell gerne Kommentare da lassen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video, wäre sehr freundlich. Lasst es euch schmecken und bis nächsten Freitag, wenn wieder ganz regulär ein neues Video online kommt.